Der Monat Mai ist da und natürlich habe ich am April auch wieder Bücher geshoppt. Es sind 6 Bücher insgesamt gewesen, 4 Bücher, die man halt so wegliest und 2 Bücher aus dem Bereich Handarbeit. Und wenn euch interessiert, welche 6 Bücher ich im April so geshoppt habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich wundere mich gerade über das Licht, das macht mein Gesicht in der Kamera ganz schön blass. Vielleicht bin ich auch einfach blass. Egal, so ist es dann eben. Ja, der neue Monat ist angebrochen. Ich habe im April 6 Bücher geshoppt. 2 Bücher betreffen Handarbeit, da gehe ich jetzt gar nicht so tief in den Urschleim. 4 Bücher sind Thriller und Fantasy ist diesmal dabei und ja, und bevor ich starte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr wollt, dann abonniert mich doch gerne, das unterstützt den Kanal sehr und ich würde sagen, wir legen los. Ein Buch, das möchte ich nur ganz, ganz kurz anreißen, weil ich jetzt auch gerade so ein Handarbeit-Special drehe, wo eben die ganzen Bücher gezeigt werden, die sich ums Häkeln und ums Stricken drehen. Und deswegen nur ganz kurz, es ist hier eingezogen Sophie's Universe Crochet Along von Dedri Uys, so ist der Verlag wahrscheinlich. Ja, ist gesponsert irgendwie, glaube ich, von Sheepies. Das ist ja diese Wollmarke, die eben auch Baumwolle rausbringt, wo ganz viel, aus denen man ganz tolle Amigurumis häkeln kann. Genau. Und dieser Crochet Along ist, ja, da geht es eben um diese Decke, die da am Ende herauskommen soll. Das heißt, ja, man strickt das Stück, häkelt das Stück für Stück und das sieht dann auch ganz, ganz, ganz toll aus. Also das ist alles komplett mit Bildern illustriert und ich glaube auch mit Videoanleitungen. Hinten kann man dann noch Notizen machen. Es ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, dass die Decke wirklich von Stück, also Stück für Stück wächst. Und ich möchte eben ja gerne meine Baumwollreste aufbrauchen, die ich jetzt fürs Häkeln nicht so viel verwende. Da hat sich doch in den letzten Jahren einiges angesammelt. Und ich finde diese Decke einfach wunderschön. Das Buch ist englischsprachig, aber wenn man häkeln kann, ist eigentlich die englische Sprache überhaupt kein Problem. Da gibt es viel weniger Begrifflichkeiten als im Strickbereich. Und ja, das ist, ja, und außerdem sprechen die Bilder dann auch für sich. Und so viele verschiedene Maschen gibt es ja auch gar nicht beim Häkeln. Ich denke, das kriegt man hin. Und ja, ich habe vor, diese Decke irgendwann mal zu beginnen und auf meinen Schaukelsessel quasi zu legen, weil mir das Braun, die Farbe davon nicht so gefällt und das schaut einfach irgendwie schön aus. Ne? Also so eine richtig schöne Häkel-Omi. Genau, das gefällt mir ganz gut. Das zweite Buch, was aus dem Handarbeitsbereich kommt, ist von Patty Lyons, die Wundertüte der Stricktricks. Ich war etwas verwundert über das Format, das ist nämlich echt so ein, wie ein Paperback halt, ne? Und ich wollte das aber gerne haben, weil dieses Buch, das fängt nicht nochmal im Urschleim des Strickens an. Also es ist vorausgesetzt, dass man das stricken kann. Aber es sind eben über 70 Geheimtipps für entspanntes Stricken. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man bessere Anschläge macht, dass man verschiedene Fehler vermeidet, dass ja ein paar Tricks und Kniffe eben dabei sind, wie man sich das Stricken auch erleichtert, wie man sich verschiedene Techniken erleichtert. Es geht auch ums Zusammennähen. Also das sind ganz viele Kapitel vom Anschlag bis zum Ende. Und die Einstellung ist eben auch super lustig von dieser Autorin. Jeder Strickfehler ist eigentlich eine anspruchsvolle Technik, die sie im Moment noch gar nicht einsetzen wollen. Beim Stricken gibt es einen Schweigekomplott und es liegt nicht an ihnen, es liegt an den Maschen. Und es ist mit ganz, ganz witzigen Illustrationen. Hier zeige ich euch mal eine. Das sollen die Maschen darstellen, die da so aneinander hängen. Ganz, ganz, ganz toll erklärt. Also das sind ganz viele Illustrationen eben auch drin. Und das zeige ich euch jetzt ja direkt auch nochmal, weil das ist ein Buch, das soll man auch von vorne nach hinten lesen, weil die Kapitel auch
aufeinander aufbauen und später kann man dann immer mal drin nachschlagen. Und es ist sehr, sehr humorvoll und bis jetzt kann ich da nur eine Empfehlung aussprechen. So, jetzt kommen wir zu den beiden Fantasy-Büchern, die hier eingezogen sind, oder Dystopien. Und zwar habe ich mir das Finale von Tahereh Mafi geholt, Imagine Me. Genau, die ersten drei Bände, die sind ja vor 10 Jahren schon mal auf Deutsch erschienen, habe ich damals auch ziemlich gefeiert. Jetzt gerade, mache ich hier gerade eine Leserunde mit meiner besten Freundin. Das haben wir auch schon gelesen. Wie gesagt, das ist das Finale dieser Reihe. Und dann hat Tahereh Mafi oder der Verlag nochmal ein Sammelband rausgebracht. Und das sind 6 Short Stories drin, das heißt Join Me. Dreht sich auch um das Universum von eben dieser Ich fürchte mich nicht Reihe. Und genau, finde ich, also eigentlich soll man die Kurzgeschichten dann immer entsprechend nach den einzelnen Bänden lesen. Und die sechste Kurzgeschichte, die spielt dann auch nach dem 6. Band. Ja, haben wir nicht gemacht. Also die gab es auch ganz lang nur als E-Book käuflich zu erwerben und auch ganz lang nur auf Englisch. Und ja, dann kam dieser Sammelband raus und den haben wir uns dann natürlich geholt und ich freue mich darüber. Also wir lesen hier auch schon fleißig, wir sind jetzt bei der dritten Geschichte. Geschichte 1 und 2 hat uns sehr gut gefallen, weil die Geschichten eben auch aus der Sicht anderer Protagonisten geschrieben sind, was ich super finde. Genau. Und ja, man einfach auch mal andere Blickwinkel bekommt. Und es ist so ein bisschen, als würde man die Story nochmal lesen, nur irgendwie anders. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir hatten ja ganz viele Höhen und Tiefen in dieser Reihe. Ich sage nochmal ganz kurz, worum es in dieser Reihe geht. Es geht im Endeffekt um Juliette. Und Juliette, die ist eingesperrt. Die ist eingesperrt in einem Distrikt, in irgendeinem Kerker, ganz alleine. Kann Tag für Tag nichts anderes machen, außer ihre Gedanken kreisen lassen. Und man kann sie auch nicht berühren. Denn wenn man sie anfasst, dann passiert ganz Furchtbares. Und eines Tages rettet sie eben Adam aus diesem Verlies, aus diesem Kerker. Und die Welt, in der wir befinden, das erfahren wir dann auch, die ist nicht so, wie wir sie kennen. Also die Welt ist in verschiedene Distrikte aufgeteilt. Also kann man sich ein bisschen wie bei Panem vorstellen, würde ich jetzt so sagen. Und es geht dem Volk auch ganz, ganz schlecht. Und man weiß auch nicht so richtig, was hat es auch mit Juliette auf sich. Und ist eine richtig, richtig tolle Dystopie. Und mehr dazu dann in meinem Lesemonat. Genau. Jo. Und dann sind noch 2 Thriller eingezogen. Ich war mal wieder im Thalia und bin da nur so ein bisschen rumgegangen und war stöbern. Und ja, und dann sind mir 2 Bücher in die Hände gefallen. Das Coole ist, wenn man sich nämlich nicht mit Neuerscheinungen beschäftigt, wie ich seit ungefähr einem Jahr oder so oder seit 2 Jahren, dann kann man nämlich die Bücher auch mal auf sich wirken lassen. Finde ich auch ganz entspannend, wobei ich eigentlich jetzt gerade wieder Bock habe, mehr Booktube auch selbst zu konsumieren. Und das ist dann immer gefährlich, ne? Für die Wunschliste und auch für die Neuzugänge. Ja, und da ist mir dieser Thriller hier in die Hände gefallen, Wer zuerst lügt, von Ashley Elston. Und ja, sowas mag ich ja schon mal, ne? Vom Titel her finde ich das schon ansprechend. Und hier, Evie Porter hat alles, was man sich vorstellen kann. Den perfekten Boyfriend, ein Haus mit weißem Gartenzaun, einen interessanten Freundeskreis. Es gibt nur einen Haken, Evie Porter existiert gar nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht irgendwie so einen Influencer-Account hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also sie ist auf jeden Fall, hier steht es auch nochmal, so eine Trickbetrügerin. Ich werde das Ganze mal auf mich wirken lassen. Ich habe mal ganz kurz, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache das ganz oft, dass wenn ich in der Buchhandlung bin und Handyempfang ist, das hat man ja auch öfter mal, dass keine Internetverbindung in Buchhandlungen ist, dann schaue ich tatsächlich bei Amazon. Und schau einfach nur die Sternebewertung. Wenn das über 4 Sterne hat, dann bin ich schon mal zufrieden. Wenn es unter 3 hat, dann lasse ich meistens die Finger davon, weil ich bin ein ziemlicher Mainstream-Leser, bin ich ganz ehrlich. Und das habe ich hier eben auch gemacht und das hatte direkt viele Sterne. Und die Rezis lese ich mir gar nicht durch. Ich möchte nur diesen Durchschnitt kurz auf einen Blick sehen. Und dann ist das natürlich in den Einkaufswagen gehüpft.
So, und was ich mir auch noch im Thalia geholt habe, das war auch klar, ist, ich werde mir auch den dritten Band davon holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich schon am Buchschnitt gesehen, Sie kann dich hören von Freda McFadden. Mir ist dann hinterher auch aufgefallen, ich hätte es vielleicht auch anfragen können. Ich habe nur irgendwie vergessen, dass man als Booktuber auch Rezensionsexemplare anfragen kann. Also ich frage gar nichts mehr an und bekomme dementsprechend auch nichts mehr zugeschickt, einfach weil ich damit irgendwann mal aufgehört habe, weil ich meinen Sub einfach weglesen wollte und ich mir den Druck nicht machen wollte, Bücher eben lesen zu müssen. Ja, vielleicht mache ich das mal wieder, wenn es dem Sub besser geht. Ja, sie kann dich hören. Der erste Band davon, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Sie kann dich... Ach nee, wenn sie wüsste, das war das mit diesem grünen Buchschnitt. Neongrün sah das aus. Mal schauen, wie dann der dritte Band ist. Und da geht es wieder um das Hausmädchen Millie, das eine neue Stelle als Haushälterin angeht. Und in dem Haushalt, da wirkt auch alles normal. Aber es gibt einen Raum, den sie eben nicht betreten darf, damit sich die kranke Frau Wendy ungestört erholen kann. So. Wirkt jetzt auf mich auf den ersten Blick ein bisschen konstruiert, weil wie kommt sie dann direkt auf die Familie und dann passiert zufällig wieder irgendwas? Muss ich mir mal Gedanken machen, ob mir das gefällt? Da aber Freda McFadden einen sehr guten Schreibstil hat, der einen halt das Buch auch weglesen lässt, bin ich mir sicher, das habe ich schnell durch. Und ich muss tatsächlich nochmal die letzten Seiten vom ersten Band lesen. Ich weiß zwar so, wie die Auflösung war, aber ich muss jetzt trotzdem nochmal wissen, wieso Millie eine neue Stelle als Haushälterin angeht. Da habe ich irgendwie gar keinen Plan mehr. Aber so ist es manchmal. Ich meine, das erste Buch, das habe ich ja innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet. Also da konnte ich ja nicht mehr, das konnte ich nicht mehr weglegen. Und ich hoffe, dass es mir mit diesem hier auch so geht. Ja, das waren die paar Neuzugänge vom April. Es war wieder ein sehr kurzes Video, aber so ist es halt manchmal. Und es wird mit Sicherheit auch mal irgendwann wieder ein längeres Buchvideo geben, spätestens der Lesemonat, nehme ich mal an. Und ja, ich lese auf jeden Fall wieder viel und ich lese wieder gerne. Und deswegen freut euch auf die kommenden Wochen. Und ja, verratet mir unbedingt, was bei euch Schönes eingezogen ist. Und somit sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!